Guten Abend, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Vor einem wundervollen Abend, voller positiver Energie. Wir schauen, was der morgige Tag bringen möchte. Was möchte sich hier für dich zeigen? Entspann dich, lehn dich einfach zurück und wir starten. Die große Mutter, wundervolle Botschafter, gib dich dem Mysterium hin, lass dich in ihre Arme fallen. Die heilige Mutter, ein Mysterium, was sich dir eröffnen möchte. Polarität, Mutter Natur, ein sehr, sehr mystischer Tag. Ich werde dir jetzt einmal diese Karte näher bringen, damit du das für dich verinnerlichen kannst. Den Dingen ihren Lauf nehmen zu lassen, dich dem Mysterium des Wundervollen zu eröffnen. Die große Mutter hat dich aufgenommen, als du deinen ersten Atemzug gemacht hast. Und sie wird da sein, wenn du deinen letzten nimmst. Sie weiß, wie herausfordernd das Leben auf der Erde sein kann, dass das Menschsein zuweilen schmerzhaft, einsam und verwirrend ist, dass die Gegensätzlichkeiten und Trennungen problematisch sein können. Wenn deine Seele sich an das Einssein mit der Quelle erinnert, aber gleichzeitig kann es auch unglaublich schön, süß und voller Freude sein. Oft betrachten wir die Dinge entweder als gut oder schlecht. Wenn alles rund läuft, heißt das für uns, dass alles in Ordnung ist. Und wenn alles nicht klappt, dann haben wir vielleicht etwas falsch gemacht oder müssen etwas in Ordnung bringen. Wir haben vergessen, dass das Leben auf der Erde so nicht funktioniert. Die Polarität ist der Kern der Erderfahrung. Und gerade an den extremen Gegensätzen wachsen wir am meisten. Wir sind nicht dazu bestimmt, die Nacht, den Schatten und den Winter zu meiden. Dieses Leben ist nur ein einziger Atemzug in der unauslöschlichen Existenz deiner Erfahrung als Seele. Übergib deine Sorgen und Verletzungen, all dein Kummer, deine Ängste und Zweifel an die große Mutter. Leg sie auf ihren Altar. Kehr zurück in die Geborgenheit des Ursprungs. Lass dich ganz in ihre Arme fallen. Überlasse dich dem Geheimnis, das alles durchwebt. Erinnere dich daran, dass diese Extreme zwar nicht einfach sind, aber auch wunderschön sein können. Dass unbändige Freude der Trauer oft näher ist, als wir denken. Und je heftiger das Pendel deines Lebens ausschlägt, desto mehr kannst du möglicherweise sagen, ich habe wahrhaft gelebt. Und wir haben noch die Rosenübertragung für dich. Ich bin bereit, die Extreme in meinem Leben zu umarmen. Ich lege alles, was ich mit mir trage, auf den Altar und lasse mich fallen in die Arme der großen Mutter. Das waren einmal die Botschaften, wundervolle Botschaften. Einfach zu vertrauen, einfach den Dingen ihren Lauf nehmen zu lassen, in dem Wissen, dass es so sein darf. Ich wünsche dir einen wundervollen, gesegneten, erholsamen Abend im Einklang mit all den lichtdurchströmenden Energien für die kommenden Minuten und immer dann. Gute Nacht.